Die Vodafone Station ist dafür berüchtigt, dass sie Probleme im WLAN hat. Leider ist die Kommunikationspolitik von Vodafone nicht sehr transparent und es gibt keine Lösungsvorschläge, die das Problem nachhaltig lösen. Es fehlt auch das Eingeständnis von Vodafone, dass es mit bestimmten ARIS-Routern ein Problem gibt. Es gibt viele Nutzer und YouTuber, die das Problem analysiert haben und Lösungen präsentiert haben. Welche davon wirklich helfen, schauen wir uns in diesem Video an. Als erstes einmal meine persönliche Meinung, die dürft ihr natürlich überspringen, dafür habe ich Sprungmarken in der Videobeschreibung gesetzt. Die Vodafone Station ist dafür berüchtigt, dass sie Probleme im WLAN hat. Das ist eines der offensichtlichsten Fehler, die man so als Nutzer feststellt. Die Station hat aber noch ganz andere Probleme, von denen man nicht zwangsläufig etwas mitbekommt. Zum Beispiel ist sie inkompatibel zu bestimmten WLAN-Adaptern. Zumindest wird das im Forum von Vodafone von einigen Nutzern so beschrieben. Ein anderes Problem ist aber ganz genereller Natur. Das ist euer Tor zum Internet, der Router. Und der hat eine Firewall integriert und die sollte euer Heimnetz vom Internet trennen. Das ist besonders interessant, wenn es dann um Bot-Attacken geht oder insgesamt um die Sicherheit eures Heimnetzes. Da die Software und Hardware scheinbar einen so schlechten Qualitätsstandards auf den Vodafone-Geräten haben, würde ich persönlich dringend davon abraten, dieses Gerät überhaupt zu betreiben. In Deutschland gibt es nur einen anderen Hersteller, der noch Cable-Router verkauft und das ist AVM. Die sind zumindest dafür bekannt, großen Wert auf Sicherheit zu legen. Eine andere Betriebsmodi wäre auch, das ganze Ding in den Bridge-Modus zu setzen und einen zweiten Router dahinter zu klemmen, der eine vernünftige Firewall hat. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass die Firewall schlecht ist von der Box, nur wenn ich halt solche offensichtlichen Sachen schon sehe, hinterlässt das einfach bei mir keinen guten Eindruck und ich betreibe lieber ein Gerät, von dem ich ziemlich sicher sein kann, dass bei diesem Gerät eben mehr Wert auf Qualität gelegt wurde. Jetzt aber zum eigentlichen Problem. Kommen wir als erstes mal zur Problemanalyse. Was man als Endnutzer merkt, ist einfach schlechtes WLAN, mal allgemein gesprochen. Das äußert sich darin, dass zum Beispiel die Ping, also die Latenz, nach oben geht. Das merken Gamer dann ganz besonders. Das merkt man aber auch in Videokonferenzen zum Beispiel oder in Telefonaten, also wenn man zum Beispiel WhatsApp zum Telefonieren benutzt. Oder moderne Smartphones, die haben ja auch Wi-Fi-Calling direkt aktiviert. Das heißt, wer eine Vodafone Station hat und irgendeine Art von einer Live-Anwendung benutzt, der kann das merken. Meine Analyse hat jetzt Folgendes ergeben. Es gibt zwei verschiedene Fälle, die eintreten können. Zum einen Ping Spikes, das heißt, die Latenz schaukelt sich nach oben auf. Und das andere sind, nenne ich mal, Ping Ausfälle. Das heißt, das Paket wird zwar geschickt, kommt aber nicht mehr zurück. Meine Analyse hat jetzt ergeben, dass das 5 GHz Netzwerk hier das Problem darstellt. Es gibt viele Lösungsversuche, die sich auf das Band Steering konzentriert haben. Das konnte ich jetzt nicht nachvollziehen in meinen Tests. Das heißt aber nicht, dass das nicht stimmt. Es kann auch eine Kombination aus beidem sein oder bei mir ist das Problem einfach nicht aufgetreten. Ihr seht jetzt gerade an meinem Ping-Plotter, wie sich das Problem genau äußert. Und da sieht man hintereinander direkt, dass es einmal Ausfälle bei der Latenz oder bei den Pings gibt. Es werden Pakete geschickt und die kommen gar nicht mehr zurück. Oder laufen in einen Timeout, das heißt, sie kommen nicht rechtzeitig zurück und das Programm meldet eben einen Fehler. Das andere sind die Ping Spikes, da bekommt man eine Antwort noch, allerdings dauert die viel zu lange, als was man hier im Heimnetz akzeptieren müsste. Ich habe das Ganze jetzt ohne Internet getestet, das heißt, ich habe meine Ping direkt an den Router geschickt und direkt zurückkommen lassen. Und wenn man schon im Heimnetz Probleme hat, dann wird es Richtung Internet nicht viel besser. Eher noch schlechter. Meine Tests habe ich jetzt mit aktiviertem und deaktiviertem Bandsteering gemacht und ich konnte sie im 5 GHz Netz zumindest in beiden Fällen nachvollziehen. Das heißt für euch, nur das Bandsteering zu deaktivieren hilft euch nicht. Zumindest hat es bei mir nicht geholfen. Was jetzt also in meinem Fall geholfen hat, war das Deaktivieren des 5 GHz Bandes. Das ist natürlich schade, denn hier hat man gerade die hohen Bandbreiten, wenn man sich in der Nähe der Box befindet. Und Bandsteering ist eigentlich eine tolle Sache, denn das sollte dafür sorgen, dass euer Gerät immer den besten Empfang hat. Die kurze Lösung ist also, 5 GHz zu deaktivieren und auf dem langsamen 2,4 GHz weiter zu surfen. Da hatte ich in meinem Test zumindest keine Probleme. Wenn das 5 GHz Netz deaktiviert ist,
dann ist auch gleichzeitig das Band Steering natürlich deaktiviert. Die Box kann euch dann ja nicht mehr zwischen den Bändern hin und her schubsen mit euren Geräten. Die bessere Lösung ist allerdings, einen vernünftigen Router zu kaufen, was ich ja schon am Anfang gesagt habe. Kauft euch einfach eine Fritzbox und ärgert euch doch bitte nicht mit diesem Teil rum. Ja, ich weiß, die Fritzboxen sind teuer, aber genau an diesem Beispiel sieht man ja, was man davon hat, wenn man zu sehr aufs Geld schaut. Ich weiß, dass sich nicht jeder eine Fritzbox leisten kann, deshalb gebe ich euch ja den Tipp, entweder einen zweiten Router dahinter zu hängen oder einfach das 5 GHz Band zu deaktivieren, dann funktioniert es überhaupt erstmal wieder. Aber alle, die ein bisschen Geld übrig haben, die sollten sich wirklich überlegen, das Ding auszumustern, in den Keller zu stellen und sich eine Fritzbox Cable zu kaufen. Wenn euer Problem mit diesem Video gelöst wurde, dann würde ich mich natürlich wahnsinnig jetzt hier über ein Abo oder einen Daumen nach oben oder natürlich über einen Kommentar freuen, ob das Video geholfen hat.